Wer folgte den Höhlenbären in die Höhlen? Und nach welchen drei Ratschlägen lebt ein Mönch? Hallo allerseits, ich bin Heinrich. Und ich bin Pater Johannes. Willkommen bei Hermit and Hawk Via Alpina Sacra Edition. In steilen Wänden des Alpsteins gibt es Höhlen. Und nicht nur Knochen von Höhlenbären hat man dort gefunden, auch Spuren von späteren Bewohnern in braunem Gewand sind deutlich zu erkennen. Von Gämsen? Nein, Kapuziner. 1621 kam der erste von ihnen aus Appenzell hierher in die Wildnis, um sich als Einsiedler zurückzuziehen. Ihm folgten 200 Jahre lang weitere Männer. Erst als 1853 einer von ihnen beim Laubsammeln tödlich verunglückte, wurde der Ort als Wohnstadt aufgegeben. Die von den Einsiedlern begründete Tradition, Gäste zu bewirten und mit Fackeln durch die Höhlen zu führen, wird heute durch den Berggasthof Escher fortgesetzt. Für Instagrammer mehr wie für Beter, nehme ich an. Ja, das mag sein. Der Gasthof gilt als vielleicht schönster der Schweiz, berühmt gemacht durch farbige Titelseiten und zahllose Selfies. Mit dem Wildkirchli, das etwas oberhalb liegt, habe ich in den Felsen einen weiteren Ort eremitischer Tradition im Alpenbogen besucht. Was bedeutet eigentlich das Wort Eremit? Einsiedler. Und es hat ursprünglich eigentlich wenig mit den Bergen zu tun. In seiner griechischen Wurzel bedeutet es so viel wie jemand von der Wüste oder Wüstenbewohner. Das kommt daher, dass die ersten christlichen Einsiedler sich genau dahin zurückgezogen haben. Paul von Theben gilt im 3. Jahrhundert als erster Eremit. Antonius der Wüstenvater, den die Kärntner, wie wir gelernt haben, liebevoll Sautone nennen, war ein Schüler des Paulus und inspirierte zahllose Nachahmer zu diesem strengen Lebenswandel. Und wer denkt, das Ganze sei wieder einmal eine reine Männersache gewesen, der hat wohl noch nie etwas von Maria der Ägypterin gehört. Aus dieser zu Beginn durchaus exzentrischen Bewegung entstand im Laufe der Zeit das christliche Mönchstum in seinen heute ganz unterschiedlichen Ausprägungen. Keines der Klöster, das bisher an der Via Alpina Sacra gelegen hatte, hätte wohl ohne diese Anfänge in der jungen Kirche existiert. Keine Mönche ohne Einsiedler also. So könnte man es sagen. Auch das Wort Mönch kommt von Monos, dem Griechischen, bedeutet so viel wie der, der alleine ist. Und warum wollten die Leute damals allein sein? Warum sind sie in die Wüste gezogen? Um in geistigen Kämpfen zu bestehen und nach Vollkommenheit zu streben. Und dazu haben sie sich vor allem um die drei evangelischen Räte bemüht. Auch die Katholiken? Natürlich. Damals gab es nur Katholiken, es gab nur eine Kirche. Evangelisch heißt hier, dass es sich um Ratschläge des Evangeliums handelt. Ah, und die lauten? Armut, Ehelosigkeit und Gehorsam. Bei genauerer Betrachtung entsprechen diese drei einem dreifachen Loslassen dieser Welt. In Armut verlässt man den Besitz, in der Ehelosigkeit die enge Bindung an die eigene Familie und im Gehorsam verlässt man sich selbst. Gehorsam ist aber nur möglich, wenn es mehr als einen gibt. Ja, aber dieser Gehorsam meint zuerst natürlich einen Gehorsam gegenüber Gott und der Botschaft, die wir von Christus empfangen haben. Später gab es natürlich auch bei den Wüstenvätern
Lehrer und Schüler. Das heißt, Mönche haben andere in dieses Leben eingeführt und aus dieser ursprünglichen Gemeinschaft entstanden dann auch die ersten Gemeinschaften mit Arbeitsteilung und Unterweisung, eben Klostergemeinschaften. Armut, Ehelosigkeit und Gehorsam, ein ziemlich beschnittenes Leben, oder? Nein, Leute meinen das oft. Aber so wurde es von den Mönchen sicher nicht verstanden. Wer den evangelischen Räten folgt, wählt nicht eine Existenz, die durch dieses bewusste Verlassen zu einem Leben des Mangels wird. Noch nicht einmal dort, wo man durch die Entbehrungen auch wirklich mit einem Mangel und einem Fehlen von etwas konfrontiert ist. Der Sinn des Verlassens der Welt liegt darin, eine neue Freiheit zu gewinnen, mit der man sich ganz auf das Evangelium einzulassen vermag und so ohne Einschränkung in den Dienst Gottes und des Nächsten treten kann. Von daher betrachtet führt der Verzicht des Mönches nicht zum Mangel, sondern zur größtmöglichen Fülle. Irdisches Loslassen, um Göttliches zu empfangen. Nichts festhalten, um frei für Gott zu sein. So hat jene, denen dies über die Jahrhunderte hinweg beim Willkirchli gelungen ist, nicht nur der grandiose Ausblick entschädigt, der noch heute die Menschen anzieht, sondern der tiefere gewonnene Blick auf den, für den sie alles verlassen hatten. Universe.